In diesem Video wechsle ich von meinem Tesla in einen Porsche Taycan. Ja, das ist der Marc, der hat sich einen Porsche Taycan gekauft und da liegt ja nahe, dass ich mir den Thema E-Mobilität halt auch mal angucke, mit ihm drüber rede und auch eine Testfahrt mache. Der Marc und ich, wir kennen uns von der Digitalen Woche Dortmund und der Marc veranstaltet hier im Signal Iduna Park die Bits und Currywurst, sieht man ja auch dick auf dem T-Shirt und vielleicht magst du einfach mal was erzählen zur Bits und Currywurst. Ja, Bits and Currywurst ist eine Veranstaltung rund ums Thema Digitalisierung, findet einmal im Jahr im Signal Iduna Park statt, der jetzt gerade hier hinter uns ist und wie Achim gerade schon erwähnt hat, im Rahmen der Digitalen Woche Dortmund, wo wir uns dann noch kennengelernt haben. Genau, und dann hattest du, glaube ich, ein Video von mir gesehen beim Tesla, weil da wusste, dass er einen Tesla hatte und E-Mobilität auch mein Thema ist. Und dann hast du ja auch spontan gesagt, du, willst du dir nicht mal den Porsche Taycan angucken? Genau. Reden wir drüber und das machen wir nämlich jetzt auch. Und erstmal vorneweg, warum überhaupt? Also ist ja eine Kaufentscheidung, die du getroffen hast. Warum? A für ein Porsche und B für ein Elektroauto. Warum Porsche? Weil ich vorher auch schon Porsche gefahren bin, das war der eine Grund. Und Elektrofahrzeug einfach, weil ich mich ein bisschen auch als ein Botschafter empfinde im Bereich Digitalisierung. Man sollte zeigen, dass es geht und Spaß macht und deswegen. Genau. Ich meine, du bist ja dann auch irgendwo Nerd und Technologie interessiert, genau. Volles Punkt, genau. Volles Programm. War ähnlich wie bei mir halt, als ich den Tesla mir geholt habe, habe ich mich auch extra bewusst drauf eingelassen hier. Das ist, also reden wir vielleicht auch in einem anderen Video nochmal drüber, das ist ein Computer auf Rädern in dem Sinne. Das ist für mich schon gar kein Auto mehr. Ja. Da lasse ich mich auf ein Ökosystem, auf eine Technologie ein, wo ich auch Spaß dran habe, das auszuprobieren. Und da haben auch viele gesagt, das passt halt auch einfach zu meinen Themen, wie ich aufgestellt bin. Ja. Und von daher war es auch eine relativ einfache Entscheidung für mich. Es klingt bei dir ja ähnlich halt dann, die Entscheidung. Absolut ähnlich. Um ein Thema mal zu nennen, ich fand es einfach auch cool, mein Auto mit einer App bedienen zu können. Also, keine Ahnung, mal hupen oder blinken oder klingt jetzt wie Spielerei, aber macht einfach auch Spaß. Und wenn man sowieso so ein bisschen nerdy angehaucht ist, sich für Digitalisierungsthemen interessiert, ist es eigentlich genau das Richtige. Und dass man eben auch zeigt, man ist vorne dabei. Genau. Und ich meine, von außen sieht er halt aus wie ein Porsche. Ne? Also ich meine, da muss man jetzt nicht lange diskutieren halt. Ein Porsche sieht halt auch geil aus. Witzige Anekdote, ich wollte mir eigentlich auch einen Porsche holen. Ja. Das war immer mein Plan, nach meinem letzten Auto mir einen Porsche zu holen. Mein Vater hatte auch einen und ich finde es auch als Marke schön und all sowas. Und als ich so 20 war, da habe ich halt hier in Dortmund, wo das Porsche-Zentrum war, immer gedacht, ui, die haben auch so ein funky Gebäude. Da hole ich mir mal meinen Porsche. Und witzigerweise ist da jetzt Tesla drin. Also man kann sich die Geschichte nicht besser ausdenken. Ironie und dann, des Schicksals oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte, richtig? Genau, ja. Und dann habe ich mich wie gesagt halt auch komplett anders entschieden und habe gesagt, nee, ich gehe in E-Mobilität rein. Ob ich den überhaupt halt finanzieren hätte wollen in der Preisklasse, ist auch nochmal eine andere Diskussion. Ist natürlich auch noch ein bisschen teurer, aber halt, genau, ich wollte mich auf was anderes einlassen, aber lange Rede, kurzer Sinn, es geht ja nicht um Tesla, es geht um Porsche. Von außen, klar, Porsche, habe ich gerade schon gesagt. Da würde mich jetzt einfach mal so interessieren, bevor wir reingehen und drin gucken, zum Beispiel hier Frunk und ich wollte schon mal sagen Motorhaube, Kofferraum, wie das bei dir ausschaut. Kannst du mit der App aufmachen, den Frunk? Bestimmt, oder aber auch mit dem Schlüssel. Okay, du hast einen Schlüssel. Genau, also kann ich gerne einfach auch mal tun, klack und schon, das war's. Alles klar. Können wir uns direkt mal angucken. Also eigentlich ganz einfach, ist schon hier angehoben, kann man jetzt hier entriegeln, das muss man wissen. Okay. Beim ersten Mal. Also bei mir, beim Tesla muss ich nicht entriegeln. Muss ich nicht entriegeln? Nee, ich kann einfach hochziehen. Ich kann ja auch nicht sagen, wofür das gedacht ist, vielleicht auch als Sicherheitsmechanismus. Nochmal zusätzlich, wenn, könnte ich mir jetzt einfach denken, ob so ist, weiß ich nicht. Wenn Fahrtwind drunter kommt, dass hier nicht die Motorhaube hochklackt. Okay, aber dann... Ist nur eine Vermutung. Hast du mir eigentlich aufgemacht, aber okay. Ja. Ja, nichtsdestotrotz, also ich bin überrascht halt. Ich hätte halt, also bei mir im Tesla habe ich halt erwartet, dass das Ding auch sanft hochgeht, sanft sich einzieht automatisch und ich nicht mehr drücken muss. Also ich vermute mal, du musst auch hinter beim Zumachen runterdrücken. Ist so, ja. Und da dachte ich mir, Alter, da holst du dir ein Auto für, in meinem Fall halt dann 50.000 und... Und dann hast du halt praktisch, du musst aufs Blech drücken. Ja, und da hätte ich halt gedacht, halt, dass das hier schon ein anderer Level ist.
bin ich erstmal beruhigt. Dann ist das nicht so schlimm für mich. Also die Dämpfung ist gut, muss ich sagen. Geht sanft hoch und auch runter. Aber so das letzte Stück muss man dann schon auch festhalten, sonst kracht es richtig runter. Und dann anschließend wieder andrücken, damit sie dann zu ist. Ja. Genau, also der ist tiefer als bei mir im Tesla, auf jeden Fall. Ich glaube, ich bin in der Breite so breit. Aber du hast ja gerade schon rausgefunden, dass hier noch Material drunter ist. Genau. Wie heißt das? Zum Abschleppen. Abschleppkupplung, genau. Oder wie auch immer das heißt. Ja. Die ist bei mir halt in den Boden eingelegt. Das ist. Okay, das können wir auch nochmal gucken. Ja, auch nicht viel, eigentlich nichts. Ja, da kannst du auch noch was reinpacken. Ja. Genau, und ansonsten halt, ja, da ist halt ein Schrank, ne? Genau. Ja. Passt ein Koffer rein oder Kiste Bier. Genau, also bei mir habe ich noch nicht ausprobiert. Halt. Kiste Bier wird schwierig. Dafür habe ich hinten unter dem Kofferraum nochmal einen Boden, wo ich glaube ich 3 Kisten Bergmann reinkriege. Auch gut, ja. Ja, dann gucken wir uns einfach mal hinten den Kofferraum an. Machen wir. Genau. Ja, das ist der Kofferraum, ne? Das ist der Kofferraum. Ja, ich vermute mal die Rücksitzbank, die kannst du dann umklappen und ist dann mehr oder weniger plan. Ja, habe ich noch nie ausprobiert, aber genau, vermute ich, ja. Und du hast da hinten halt 2 Haken, sehe ich. Genau, zur Befestigung ist das ganz praktisch eigentlich, ja. Okay, also ich habe halt bei mir im Tesla keine Haken. Ich finde es auch ein bisschen blöd, weil halt, wenn du Sachen reinschmeißt, die rutschen da durchaus durch die Gegend. Und so ein bisschen festmachen finde ich nicht schlecht. Ja, dann hast du auch einen Kofferraum unterm Kofferraum. Ja, richtig. Der ist gefühlt auch ein Drittel so klein, also meiner ist ein Drittel so groß, um es so rum zu formulieren. Weil ich meine, ich kriege bei mir halt 3 Bergmann-Bierkästen, das sind ja die kleineren Kästen, nebeneinander rein. Und ja. Ja, ist hier vor allem jetzt dazu gedacht, zum Beispiel einen Charger dann mitzuführen. Also viel mehr passt halt auch nicht rein. Kabelgedöns, was man eben so manchmal mit sich nimmt. Ja, genau. Man muss ja halt ein paar Sachen mitnehmen. Man braucht sie nicht immer. Ne? Richtig, ja. Hast du ja auch gemerkt. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Genau. Wenn man gerade die Schnellladesäulen nimmt, die haben eigentlich das feste Kabel installiert. Man steckt es einfach rein. Man braucht sein eigenes Kabel nicht. Das ist ja meistens nur bei diesen kleinen Ladesäulen, die wir hier auch in Dortmund in der City haben. Genau. Da heißt es halt, bring das Kabel mit. Ja. Apropos Kabel. Du hast da vorne rechts die Ladebuchse. Genau. Ich habe sogar 2. Wieso? Links und rechts. Die eine ist AC, die andere DC. Okay, das ist interessant, genau. Weil halt die Variante kannte ich noch nicht. Ich wusste gar nicht, dass sowas existiert, aber dann gucken wir uns beide mal an. Ja, gerne. Okay, klar. Aber Kofferraum? Zumachen, ja. Genau, drücken, zumachen mit dem Knopf, wie bei mir. Genau. Alles klar. Ja, das ist die DC-Ladebuchse. Kann man hier manuell öffnen. Da mag der eine oder andere jetzt sagen, ist nicht so nice. Ich muss sagen, da habe ich mir auch ein bisschen was gespart. Gibt es auch als elektrische Variante, wo man dann mit dem Finger das nur berühren muss und dann fährt es auf. Nettes Gimmick habe ich mir aber gespart. Okay, ich finde es ein bisschen, also ich finde es auch, ich hätte auch mehr erwartet, ehrlich gesagt. Ich finde das immer so blöd, halt, wenn die Ladebuchsen immer unter diesen Tankdeckeln versteckt sind. Das ist auch wieder so, wo ich denke, die haben das wie früher gedacht. Da ist der Tankdeckel und dann machen wir da die Ladebuchse hin. Leider auch, um es den Leuten ein bisschen einfacher zu machen, sie umzugewöhnen. Weiß nicht, was da für Überlegungen hinterstecken. Ja. Gut, aber genau, du hast ja unten noch einen Schutz drüber und runter, genau. Ne? Dann brauchst du für den CCS-Anschluss. Genau. Guti. Ja, dann bin ich mal gespannt, wie er auf der anderen Seite ausschaut. Genau, gucken wir uns an. Genau, gucken wir uns an. Ja, das ist jetzt hier auf der Fahrerseite die AC-Ladebuchse. Also ähnliches Spielchen wie drüben. Kurz antippen, aufklappen und dann fehlen halt hier unten die beiden Kontakte und genau, aber kannst ja auch drüben AC laden, wenn du halt oben reinsteckst, von daher. Genau. Ja, ich finde es trotzdem komisch, 2 Teile zu haben, aber mein Gott, sieht zumindest symmetrisch aus. Genau. Alles klar, dann gucken wir uns jetzt aber mal den Innenraum an. Das finde ich ja viel spannender und dann gleich mal eine Runde fahren. Machen wir. Super. Tja, da sind wir. Ja, da sind wir und das ist schon eine andere Welt. Und eine andere Welt meine ich jetzt, und auch mal vorneweg als Disclaimer fürs Video, ich will nicht schlecht reden, ne? Das kommt halt oft so rüber, weil ja auch wieder dann, ist ja wie bei allen möglichen, iPhone, Android, hier Windows, Apple, du hast ja immer Diskussionen sofort. Für mich ist das wirklich so ein Vergleich und ich meine das ja auch gar nicht wertend. Das ist hier für mich schon total viel auf einmal. Ich bin total überfrachtet jetzt, weil ich von totalem Minimalismus komme. Und das ist auch wieder die Variante, wo ich sage, das ist jemand, der baut Autos
und hat halt gedacht, wie baue ich die halt, wie entwickle ich die weiter in Richtung E-Mobilität, in moderne Displays und so. Mhm. Und bei Tesla ist halt der Punkt, glaube ich, halt, die hatten ein weißes Blatt, haben gesagt, hier komm, wir bauen einen Computer, der die Leute von A nach B bringen soll, mhm, irgendwann. Mhm. Weil du hast halt 1, 2, 3 Displays im Prinzip. Theoretisch noch ein 4. Beifahrerdisplay könnte man auch noch haben. Genau, und ich habe halt 1 in der Mitte. Mhm. Ich habe halt vorne keins, da dachte ich mal früher, das ist ein Riesenproblem für mich. Mhm. Also direkt hinterm Lenkrad kein Display zu haben. Nach einem Tag war das Thema für mich erledigt. Das war für mich übrigens der... Ist da nichts? Oder? Nein, ich habe nur in der Mitte 1. Okay. Ich habe gar nichts. Ich habe auch kein Head-Up-Display, ist auch eine Riesendiskussion immer in der Tesla-Community. Mhm. Mhm. Ich sehe jetzt, du hast 1. Ja, aber als Option verfügbar, also in der Basisausstattung auch nicht, aber kann man dazu nehmen. Wobei ich muss sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das eigentlich brauche. Manchmal ist es ganz nett, aber man muss sich daran gewöhnen, es zu nutzen. Und ich hatte auch schon mal eine Situation, da blinkte die Geschwindigkeitswarnung auf, wo ich dachte, ich fahre auf ein Hindernis und war schon kurz darauf zu bremsen. Mhm. Deswegen ist es so ein zweischneidiges Schwert mit dem Head-Up-Display. Okay, ich kenne das noch. Wir hatten mal einen Dienstwagen, einen BMW, das ist auch schon 10 Jahre her. Da waren die, glaube ich, ganz neu. Ich meine, so viel haben die sich jetzt, also zumindest auch vom BMW, das war, glaube ich, auch ein 7er, also in der Oberklasse halt, so viel haben die sich jetzt auch nicht weiterentwickelt. Und ich habe das damals schon irgendwie für mich jetzt als nicht nützlich erfunden. Ich verstehe die Logik und ich glaube auch, dass viele Leute das nützlich finden. Und wie gesagt, ich habe gar nichts. Ich habe nur mit dem Display und ich bin total fein damit und dachte, das wäre für mich der Hauptgrund, eben nicht das Model 3 nehmen zu können. Das war eigentlich der Hinderungsgrund, es zu kaufen, bis ich die Probefahrt gemacht habe. Und ich habe vorher darauf geachtet. Ich habe, klar, ich habe halt davor einen Mercedes SLK gehabt, ganz normal halt, habe mein Display, nicht mein Display, also meine Tachos, meine normalen analogen. Und ich habe gemerkt, wenn ich mir das bewusst mache, ich achte da eigentlich gar nicht mehr drauf. Ich fahre im Fluss der Straße und ich habe das Telefon in der Mitte und gucke mehr auf das Telefon in der Mitte mit dem Navi oder sonst wie. Und wirst du ja dann auch nochmal sehen bei mir im Auto. Ja, bin ich gespannt. Komplett anders. Also ich muss auch sagen, es lenkt zum Teil auch ab. Also, oder anders gesagt, wenn du in einer Fahrsituation bist, wo du auf die Straße achten musst und dann schnell mal eine Information brauchst, so geht es mir zumindest, ich muss erstmal suchen und überlegen, Moment mal, wo ist denn jetzt was? Und deswegen kann ich mir das schon ganz gut vorstellen, wenn man eher so einen minimalistischen Ansatz hat, wo man eben nicht so viele Informationen gezeigt bekommt. Genau. Ansonsten finde ich das Tacho, also ich nenne das Tacho-Display, um es mal so zu nennen, super schön, weil das ja halt so schwebend aussieht. Mhm. Und schön matt halt auch, also zumindest gefühlt sieht es halt sehr matt aus, gut ablesbar, finde ich richtig gut. Was mir auch aufgefallen ist, du hast halt relativ viele Hebel, also gut, du hast einen mehr als ich jetzt, aber da steht auch total viel drauf. Da bin ich halt auch so, okay, ist halt klassisches Auto, ja. Hebel, ja. Blinker, Scheibenwischer, whatever. Und dann natürlich hier links, Scheibenheber, logischerweise. Und dann halt die Einstellung für die Spiegel und alles. Ja. Das ist übrigens so ein Punkt halt, Tesla hat da die 4 Scheibenheber und das war's. Mhm. So, weil wie oft stellst du die Spiegel ein? Das machst du eigentlich, wenn du das Auto kaufst oder du regelmäßig mit Leuten tauscht, obwohl ich würde vermuten, er hat ein Profil, der es eh speichert. Gute Frage, weiß ich nicht. Also gut, das sollten die eigentlich haben. Und dann brauchst du eigentlich die Schaltflächen mehr oder weniger dein Autoleben lang nicht mehr. Wofür hast du sie dann? Für einmal einstellen. Ja. Und das hat Tesla halt alles aufs Display verfrachtet, was ich ganz clever fand, weil dann ist das hier relativ clean und ohne zu gucken, kannst du die auch nicht verdrücken auf irgendwas. Wobei dieser minimalistische Ansatz, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob es stimmt, aber war da nicht auch irgendwas mit, dass man die Scheibenwischer auch nur über das Display bedienen konnte und ja, das musste nochmal korrigiert werden? Nein, das ist halt, glaube ich, so ein gefährliches Halbwissen. Auch so ein kleiner Mythos. Ja, du kannst über das Display nur bedienen. In Anführungsstrichen, nee, du kannst halt hier rechts drauf drücken und dann kommt auch das Sprühwasser raus und dann wählt der halt, glaube ich, entweder einen Intervall oder den aktuell eingestellten und startet auf zumindest halt, wenn er nicht von alleine startet. Du kannst auf jeden Fall immer, wenn er direkt drauf kommt, manuell mit dem Taster das machen. Und eigentlich, wenn er dann einmal am Laufen ist und der Sensor erkennt halt, dass es regnet, dann läuft er halt nochmal weiter. Okay. Aber ansonsten ist er nur über das Display. Hast du einen Handschuhfach? Ja. Nicht sehr groß, aber ist vorhanden. Gut, da passt eine Warnweste rein, ein Portemonnaie und das war es im Großen und Ganzen. Okay, meins ist, glaube ich, auch nicht viel größer und ich das Handschuhfach kann ich übrigens nur über das Display aufmachen. Ah, okay. Oder über die Sprachsteuerung, geht auch. Ja. Aber nicht halt, ich habe keinen Griff, kein nichts. Okay.
finde ich. Findest du das gut? Oder, ja, finde ich gut, weil es schön aus, clean aussieht und ich das Handschuhfach eigentlich auch nicht benutze, weil da auch bei, wie bei dir kaum was reinpasst. Ja. Und alles andere habe ich halt hier in der Mittelkonsole irgendwie drin. Genau. Kannst du wahrscheinlich einfach aufklappen. Genau. Ein bisschen Stauraum ist gut. Ja. Lademöglichkeit fürs Handy, QI. QI, genau, QI-Lademöglichkeit. Kabellos. Fürs Handy, kabellos, ganz genau. Und ja, ein bisschen Stauraum, wo man halt so einen Schlüssel oder was mal drin bunkert. Ja. Genau, das Mitteldisplay, was macht das? Einfach wesentliche Funktionen steuern, also beispielsweise Sitzheizung, Klima, Lüftung. Dafür ist es hauptsächlich, und du hast ein touchsensitives Feld hier, wo du dann zum Beispiel auch hier oben steuern kannst. Das ist ganz nett. Genauso gut kannst du aber auch einfach tippen oben, kann man sich dann entscheiden, wie man das nutzen möchte. Hier vorne irgendwelche USB-Ports oder sowas versteckt noch? Hier drunter wäre das, also wo die Handy-Lademöglichkeit ist, und ich habe jetzt hier ziemlich viel Kram drin, ja, Taschentücher und so weiter. Okay. Aber hier auch zum Beispiel ja, Kabel, ja, USB-C und da vorne Buchsen und auch nochmal eine 12-Volt-Lademöglichkeit. Okay. Das ist aber jetzt die einzige Box, hier vorne ist nicht nur eine drunter versteckt oder so. Nicht, dass ich wüsste. Okay, weil ich habe ja total viel Stauraum hier vorne auch, der geht auch relativ tief rein, da habe ich mir sogar dann auf dem Zweitmarkt nochmal so eine zweite Ebene geholt, um das sogar noch besser auszunutzen. Und von daher auch nochmal Thema Handschuhfach, deswegen brauche ich das halt nicht. Also weil ich da viel drin habe. Hier drin habe ich das drin, was ich nie brauche, weil da der Arm drauf liegt. Ja. Und dann gut, Seitentaschen habe ich halt auch ähnlich viel Platz. Also ich habe auch versucht, mich dran zu gewöhnen, einfach so wenig wie möglich immer bei mir zu haben. Weil früher war das so, da war Auto irgendwie immer so auch eine Abstellkammer, sag ich mal, wo man alles irgendwie drin gelagert hat. Das mache ich inzwischen überhaupt nicht mehr. Versuche das irgendwie also so clean wie möglich zu halten. Okay. Das hier vorne ist der Schalthebel? Genau. Damit kannst du dann, also mit dem P für parken, dann geht die elektrische Parkbremse an und ansonsten dann halt die Gänge quasi einlegen, dass du dann vorwärts, rückwärts oder Leerlauf hast. Genau. Okay. Genau. Noch ein paar Knöpfe am Lenkrad noch, hier für Telefon genau. Lautstärke auch eher so klassisch, würde ich sagen. Ja. Ich glaube, da hat Porsche aber auch eben den klassischen Ansatz bewusst gewählt, um eben auch für Umsteiger das Porsche-typische... Ich glaube, das ist der Punkt halt, weil im Endeffekt halt jemand, der sich auch so ein Auto holt, ist jetzt nicht einer, der sagt, ich will ein E-Auto haben und guckt sich am Markt an, was gibt es für E-Autos, sondern das ist eher vielleicht der Porsche-Fahrer, der umsteigen will. Ja. Und dann, der möchte natürlich hier sein gewohntes Porsche-Feeling-Erlebnis eben nicht wechseln. Nee, schön. Dann würde ich eigentlich ganz gerne jetzt eine Spritztour machen. Herzlich gern. Du sitzt ja schon auf dem Fahrersitz, dann fahren wir mal los. Alles klar, super, vielen Dank. Vielen lieben Dank für die Spritztour. Wir haben ja hier, wir sind ja hier keine riesen Strecken gefahren und auch nicht Mordstempo. Von daher, ich glaube halt, auf der Autobahn ist nochmal was anderes. Machen wir vielleicht nochmal. Mal schauen. Gerne, klar. Ansonsten, ich war überrascht. Es ist auch total entspanntes Fahren. Also wirklich schön übersichtlich. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Halt auch wieder Klischee, Sportwagen, klein, eng, tief. Aber kommt man halt super mit klar. Mich haben ein bisschen halt die vielen Displays verwirrt. Das wundert mich jetzt aber auch nicht. Und deine Einstellung, du hast keine Rekuperation eingestellt. Sprich halt... Also, regelt dann eher der Wagen. Genau. Ja. Und ich habe halt eine sehr extrem starke Rekuperation, Stichwort One-Pedal-Driving. Mhm. Und ich benutze meine Bremse kaum und habe mich sogar einmal vertreten. Habe ich gemerkt. Ja, genau. Wo ich Gas geben wollte und auf die Bremse getreten habe, weil es im Kopf mich verwirrt hat in dem Moment, weil ich es halt nicht gewohnt bin. Aber wirklich schönes Auto, hat mir Spaß gemacht und ich bin gespannt, wie du den Tesla findest. Ich ebenfalls, genau. So, und wenn euch das interessiert, wie der Marc den Tesla findet und was er dazu kritisieren hat oder auch zu loben, dann kommt da nochmal ein extra Video zu und ich würde mich freuen, wenn ihr da zuschaut.